Yeah, Star Wars The Acolyte Folge 6 ist ja draußen und ich habe mich so gefreut, diese Folge zu sehen. Würde ich sagen, wenn ich die Wahrheit sagen würde, aber um ehrlich zu sein, war die Vorfreude für mich so groß, dass ich die Folge mir nicht mal am Mittwoch angeguckt habe, sondern erst am Donnerstag realisiert habe, oh, da ist ja eine neue Folge draußen. Ja, wieder einmal sprechen wir jetzt über The Acolyte und wenn ihr meine Meinung, meine Kritik und vielleicht eine teilweise Review zu dieser Folge sehen wollt, dann bleibt doch gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, nachdem wir letzte Folge eine actiongeladene Folge hatten und davor eine hatten, die, naja, in meinen Augen okay war, nicht gerade perfekt, aber auch lange nicht schlecht wie die ersten zwei und geschweige denn Folge 3. Aber wir hatten letzte Folge eine actionreiche Folge. Mein Verdacht war eigentlich, wir bekommen nun eine Rückblickfolge. Haben wir Gott sei Dank nicht. Das ist ein guter Punkt und ich muss aber direkt dazu sagen, es ist nicht viel besser geworden. Ich nehme dieses Video gerade auf, nachdem ich die letzten 10 Minuten geguckt habe, da ich die ersten 20, 25 Minuten auf der Arbeit in der Pause geguckt habe und ja, die Pause hätte sich nicht weniger lohnen können, um diese Zeit zu verschwenden. Es ist definitiv ein Downgrade zur letzten Folge. Es ist eine Folge, die einfach nur da ist. Sie fühlt sich leer an. Ich hatte das Gefühl, irgendwie ich gucke sie und irgendwie es passiert nichts, aber es passiert doch was. Es ist wirklich eine ganz, ganz weirde Folge. Sie ist nicht super schlecht, aber sie ist nicht gut. Sie ist einfach so neutral. Ist so wie Wasser. So, vergleichen wir Salzwasser, Cola. In der Mitte ist Wasser. Das war die Folge. Da die positiven Punkte für mich einfach in dieser Folge non-existent waren, zähle ich die kleine Handvoll Punkte, die ich als positiv kennzeichnen würde, einfach mal direkt auf und starten dann ins, ja, vielleicht negativere. Also, wie schon erwähnt, das Positivste an dieser Folge ist, wir haben keine Rückblicke. Das finde ich grundlegend erstmal geil, weil sonst wäre wieder die komplette Geschwindigkeit rausgenommen worden. Sie wurde trotzdem rausgenommen, aber nicht durch Rückblicke. Das kann man hier an der Stelle definitiv festhalten. Ein weiterer positiver Punkt war für mich einfach der Wechsel zwischen den Szenen. Es war hier, finde ich, nicht so schnell und so sprunghaft. Wir hatten einen großen Teil mit Osha und dem potenziellen Sith, wo sie am Reden waren. Dann hatten wir mal Mei bei Soul und wir hatten auch ein bisschen vom Jedi-Rat bzw. Jedi-Orden mit ihrer Rettungsaktion und. Wir hatten drei Punkte, die abgeklappert wurden so nebenbei und irgendwie, es wurde auf alle gut eingegangen. Man hat von allem etwas gesehen und zwar nicht immer dieses heftige Hin- und Her-Cutten wie in den ersten zwei Folgen. Finde ich, habe ich zumindest so wahrgenommen. Was ich auch cool fand bzw. als positiven Punkt darlehen würde, da wir sowas eher selten in Star Wars bis jetzt gesehen haben, zumindest in Canon-Universum, war das Lichtschwert von Meisterin Grünschnabel. Ja, diese grüne Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie ist ja auf jeden Fall Meisterin, vielleicht sogar die höchste momentan da so im Jedi-Rat. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ihr Lichtschwert, entweder ist es fest eine Peitsche oder mehr, ja, eine Peitsche nenne ich mal, oder es kann zumindest die Form einer Peitsche annehmen. Denn wir sehen am Ende, relativ zum Ende der Folge, wie sie einen Käfer mit ihrer Peitsche so Indiana Jones mäßig zersliced. Dann sehen wir aber, wie das Lichtschwert sich wieder einfährt und kurze Zeit steht es halt schon starr. Einziges Ziel war es, den Überlebenden zurückzulassen. Ich kenne mich nicht mit so den Lichtschwertern direkt aus. Ich weiß ungefähr, was es für welche gibt und ich weiß auch, dass im Legends-Bereich die Varietäten an Lichtschwertern wesentlich größer sind und es dementsprechend auch sowas wie eine Lichtschwertpeitsche gab. Verbessert mich, falls ich hier jetzt falsch liege, aber ich dachte immer zumindest, es wäre entweder der nicht feste Zustand oder der feste Zustand, wie halt bei einem Schwert. Wenn man das einstellen kann, so mehr oder weniger, so jetzt brauche ich ein festes Lichtschwert, jetzt brauche ich eine Lichtschwertpeitsche, fände ich cool. Ich muss allgemein sagen, ich finde es geil, dass wir jetzt ein Lichtschwert auch mit dem von dem Sith in der letzten Folge schon, diesem Lichtschwert normal und dann aus dem Lichtschwertgriff quasi nochmal ein kleineres Lichtschwertdolch, ähnliche Dinge ziehen. Ich finde es geil, dass wir hier ein bisschen Lichtschwert-Varietäten bekommen. Weil ganz ehrlich, auch wenn ich die Standard-Lichtschwerter an für sich ganz geil finde, ne, nach wie vor, ich liebe Lichtschwerter und ich liebe auch Lichtschwerterkämpfe in Star Wars, muss ich sagen, ich finde diese Legends-Sachen, die es da gibt, diese verschiedenen Arten, doch sehr interessant, vor allem, weil halt sich die Kampfstile der verschiedenen Jedi bzw. der verschiedenen Lichtschwertführern in der Hinsicht halt dann echt extrem anpassen müssen. Ich finde das super interessant. Wir hatten das erste Mal so eine Variante mit Kylo Ren's Crossguard, was ja mehr oder weniger auch eine Variante ist, aber in dem Fall war es ja einfach nur dafür da, weil der Kristall ist halt einfach, ne, ihr kennt die Story, wenn ihr sie nicht kennt. Der Kristall ist zu instabil, zu viel Energie, muss diese Ausstöße haben, damit die Energie quasi gebündelt werden kann in einem vernünftigen Strahl nach vorne. Aber grundlegend finde ich dieses mehr Vielfalt in Lichtschwert reinbringt tatsächlich ganz geil. Und es war auch mit der einzige Punkt, wo ich wirklich da so saß und dachte, ey, das gerne mehr. Ich mehr Varianten von Lichtschwertern, bitte. Ja, und das war es dann tatsächlich schon mit den Dingen, die ich wirklich
effektiv positiv aufgefasst habe. Dann gab es halt noch viele, die ich etwas neutraler betrachtet habe, wie zum Beispiel das, was ich seit Folge 1 predikte, dass zum Beispiel am Ende, Spoiler an der Stelle, Osha den Helm des Sith aufsetzt und man da merkt, okay, sie will anscheinend doch Richtung dunkle Seite mal schnuppern, zumindest um die Wahrheit von irgendwas herauszufinden, zieht sie den Helm auf, fand ich an für sich irgendwie eine coole Szene. Ich weiß, viele mögen den Helm nicht, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Wurde auch jetzt in der Folge erklärt, aus was für einem Material der Helm ist, da haben mich auch einige in den Kommentaren schon drauf hingewiesen. Super interessant, ich habe den Namen von dem Material vergessen. Es ist aber definitiv ähnlich stabil wie Beskar gegen Lichtschwerter und es kann tatsächlich wie Magnetos Helm mehr oder weniger die Gedanken eindämmen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, auch an der Stelle korrigiert mich, es dämmt nicht nur von außen eindringende Gedanken an, es dämmt auch einfach einen selbst ein. Also wirklich, man, so wie der Typ, das da sagt der Apotheker, ich habe seinen Namen vergessen, er sagt quasi, man wäre, sobald man den Helm hat, nur noch man selbst und die Macht. Also man würde außenrum nichts mehr mitbekommen. Fand ich irgendwie ganz cool, so ein bisschen Mystery-Ding und ich finde es auch geil, dass sie diesen Helm dann doch erklärt haben. Muss ich sagen, dass ich legit, ich habe es in der letzten Folge gefragt, hier wurde es erklärt, finde ich geil. Sowas braucht man, wenn man eine Serie hat, wo Fragen aufkommen, erklärt man sie. Top gelöst. Ja, und auf der anderen Seite hätten wir halt May mit Soul, die halt erstmal versucht, einen auf Osha zu machen, daran anscheinend dann doch scheitert, ob das jetzt Soul gemerkt hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Druiden, dem Übersetzer, Schnüffeltier lag oder halt an Soul selber. Irgendwie wurde sie überführt und ist dann jetzt erstmal da gefesselt und ich muss sagen, dann gab es diese eine Szene, wo Soul so sagt und du hörst mir jetzt zu, was ich zu sagen habe, weil ich 16 Jahre Zeit hatte, mir was zu überlegen, was ich dir in den Kopf werfen will, so ungefähr. Fand ich ein bisschen weird. Hat Soul irgendwie voll lame dargestellt. Finde ich. Aber an für sich merkt man, es geht wirklich leicht in die Richtung, auch weil der Sith es zu Osha sagt. Ja, May war nicht so bereit anscheinend, augenscheinlich, wie Osha zu gehen. Ne? Es geht wirklich in die Richtung, dass es sich einmal die Rollen tauschen, dass Osha mehr Richtung dunkle Seite geht und May mehr Richtung helle Seite. Beziehungsweise halt beide den anderen Weg einschlagen. Finde ich, ist jetzt nichts Positives, ist jetzt nichts Negatives. Das ist eigentlich das, was ich in Folge 1 und Folge 2 direkt rausgefunden habe. Oder was heißt rausgefunden? Direkt gemerkt habe, wo die Folge hin oder wo die Serie hin will. Mir fällt ein Punkt ein, den ich auch tatsächlich ganz geil fand. Die Meister Grün hinter den Ohren und ein weiterer Jedi-Ritter oder Padawan, ich weiß gerade gar nicht, gehen zu diesem Schlachtfeld, wo alle Jedi tot lagen. Halt zum Beispiel Yord und diese andere... Und alle anderen, wo die alle tot lagen. Und ich muss sagen, ich finde es cool, dass sie das nochmal gezeigt haben. Ich habe das Gefühl, das ist sowas, was man nicht so oft irgendwie sieht, dass man nochmal an diesen Schauplatz zurückgeht und wirklich die Leichen halt auch wirklich wie so einen Tatort noch da hat. Auch dieses Gespräch zwischen hier Frau Grünohr und ihrem Padawan-Schüler, ich weiß nicht, ne? Also von wegen, was er denn für ein Gefühl hätte, was hier passiert wäre. Das hatte so ein bisschen diesen Jedi-Vibe, dieses so, ich bring dir jetzt was bei. Was sagt dir denn dieser Schauplatz? So dieses, ne, dieses... Detektivische dahinter fand ich ganz cool tatsächlich. Wie es dann rübergebracht wurde von diesem Padawan, war halt ein bisschen geschwollen, war halt typisch Jedi-mäßig. Ja, ein Machtnutzer, der sehr stark war, eine Explosion und alles sehr, sehr geschwollen. War okay, weil es sind halt Jedi, ist okay. Ja, das wären jetzt so die Sachen, die wirklich positiv waren oder die mich einfach nur neutral kalt gelassen haben. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die ich negativ fand. Und zwar der größte Punkt ist für mich der Sith, der Apotheker, wie man ihn auch immer nennen möchte. Denn er durchläuft hier die klassischste Bösewicht-Story ever. Ja, er war ja mal ein Guter und dann hat er gemerkt, was hier die bösen Jedi doch eigentlich für Scheiße machen und ist dann wirklich auf die dunkle Seite gewechselt, um halt das volle Potenzial auszunutzen und sein eigenes Selbst zu sein und bla bla bla. Ich bin ganz ehrlich, das ist so 0815. Also wirklich, ich habe die Folge geguckt und habe mir schon fast gedacht, was er als Nächstes sagt. Dieses von wegen, die Jedi unterdrücken einen. Sie sagen dir, du musst trainieren, wenn du die Connection zur Macht behalten willst, musst du so und so arbeiten. Und er sagt, nein. Die Macht ist viel mehr. Das ist so dieses typische, gefühltypische Sith-Geschwafel bei vielen, die halt einfach sagen, ich war mal gut, habe dann die Wahrheit erfahren. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal so geben will, weil an für sich ist diese Story, dieser Storystrang vom Good Guy zum Bad Guy ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich muss nur sagen, bei ihm steht es gar nicht. Eine Sache, die dann gleichzeitig mit auf die Liste kommt, die mir gerade so spontan einfällt. Was hat Star Wars jetzt in dieser Serie mit nackten Männern, Oberkörpern oder allgemein nackten Männern? Wir haben in der ersten oder zweiten Folge Yord, der da oben steht, also oben ohne steht, einfach so. Und jetzt den Typen auch, der zu Osha sagt, wenn du nicht ins Wasser kommen willst, dann würde ich gerne mich jetzt anziehen und geht dann halt nackt aus dem Wasser raus. Wofür sollte das jetzt eine Bindung zwischen Osha und dem Typen halt irgendwie herstellen? Keine Ahnung, ist mir tatsächlich auch irgendwie egal. Ich fand es einfach nur weird. Das passt für mich nicht in das Bild eines Sith, eines Jedi. Passt es nicht rein, dieses
flirty, catchy-mäßige. Versteht ihr, was ich meine? Was ich dann auch eher negativ fand, oder was heißt negativ, aber komisch fand, war halt, dass Soul ja ein Hilfesignal abgibt und dass der Jedi-Orden auch mitbekommt. Die Grüne da halt das abfängt, mehr oder weniger, und sagt, okay, wir gehen jetzt hier auf Rettungsaktion. Was ich hier direkt interessant fand, was ich auch in der letzten Folge predicted habe, der Grund, warum viele Leute immer noch Kia Mundi als so einen krassen Kennenbruch sehen, stand jetzt, weiß nach wie vor nur eine Handvoll, dass es einen bösen Machtnutzer gibt. Es ist nach wie vor nicht in den Jedi-Rat gelangt oder in die Öffentlichkeit gelangt, dass es ein Sith ist. Somit wäre die Aussage von Kia Mundi, 1000 Jahre keine Sith, wäre, finde ich, könnte mich jetzt dafür steinigen, aber ich finde, nach wie vor ist sie nicht so kräftig. Es ist einfach noch nicht untermauert worden, weil an und für sich weiß der Jedi-Rat und der Orden und alle politischen Mitstreiter der Jedi wissen noch nicht, dass es ein Sith ist, weil sie wissen einfach nur, es ist ein Machtnutzer, der Scheiße baut. Kann halt auch ein Jedi sein, der einfach nur einen schlechten Tag hatte. Sind wir da mal ganz ehrlich. Eine Sache, die ich genauso nervig fand, wie das Thema halt von wegen, ja, ne, Jedi-Rat und hier alles unter Verschlossenheit behalten, war halt dieser kleine Anteaser oder dieses kleine Ankratzen von der Politik in Star Wars. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon damals nicht gefeiert. Also in den ersten drei, also Episoden, also ne, in 4, 5 und 6, war es in meinen Augen nicht so krass wie in 1, 2 und 3. Dieses, okay, wir haben viele Politiker hier drin sitzen, wir haben den Rat, wir haben große Gemeinschaften, die miteinander diskutieren und Probleme lösen. Das, finde ich, hat halt nie in das Weltbild der Jedi gepasst. Und das wird ja auch öfters in Episode 3 vor allem und auch in Clone Wars sehr oft untermauert, dass die Jedi an für sich mit der Politik nichts am Hut haben sollten und wollen. Und das ist nach wie vor eigentlich der Fall und ich finde, es passt auch einfach nicht. Sie reden ja über irgendeinen Senator, der dann irgendwas will und der die Jedi ja nicht unterstützt und die Jedi sollen untersucht werden. Das hört sich irgendwie so an wie so eine, keine Ahnung, Polizeiorganisation, sowas weiß ich, Navy CIS, wo dann halt eine Durchsuchung gemacht wird, so von wegen, okay, wer könnte denn hier zur dunklen Seite übergelaufen sein? Das fühlt sich nicht nach Jedi an. Das ist so neu modern Politik, dass es einfach eher in eine CIS-Serie reinpassen würde, als halt in Star Wars. Ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Kann sein, dass das weiterhin die politische Korrektnis der Führungsriege des Star Wars Disney-Universums ist. Ich muss es nicht haben. Mir ist es auch eigentlich egal. Und vor allem, es wurde hier so kurz angeschnitten, dass es wirklich komplett irrelevant ist. Nichtsdestotrotz ist es auch hier, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Es ist nicht schlimm, dass es da ist. Es ist aber auch nicht gut, dass es da ist. Mich juckt es halt einfach nur nicht. Ich brauch's nicht, es ist da. Ja. Ja, und an für sich ist das quasi wirklich schon fast alles gewesen. Ich habe nicht so viel zu sagen. Ja, doch eine Sache fand ich ziemlich komisch und das war einfach so ein auflockerndes Ding, also so ein kleiner Comic-Relief und irgendwie hat es nicht so gezogen, wo sie von wegen Hyperraumreisen reden und dann sagt der Padawan zu halt der grünen Frau, ja, ihm wird ja immer so schlecht beim Hyperraumreisen. Und dann kommt er halt so, nee, mir wird nicht schlecht. Und das fand ich so, hat halt einfach nicht gepasst. Es geht hier gerade wirklich um wortwörtlich Leben und Tod vieler Jedi und eines potenziellen Bösewichts. Und die reden darüber, dass ihr bei Hyperraumreisen schlecht wird. Und auch wenn ihr nicht schlecht wird, verstehe ich nicht. Hätten sie nachher da irgendwie kotzend hingestellt und die wäre wirklich schlecht gewesen, wäre es wesentlich lustiger gewesen. Aber so war der Witz einfach, der ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Also der war absolut unnötig, keine Ahnung warum. Aber ja, wie gesagt, an für sich ist das Einzige, was ich so zu sagen habe. Die Folge war in meinen Augen leer. Es war ganz komisch. Es ist halt viel Gerede zwischen Osha und dem Sith gewesen. Auch viel Action, wie sie dann das Lichtschwert aktiviert, ihn gegen die Wand drückt. Und das war alles so aufgebauscht, hat aber gar nicht krass gewirkt. Man denkt so, ho, 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 ho. Und irgendwie im Hintergrund war eigentlich nur so von so ein Teddybärenkampf, mehr oder weniger. Es war alles ziemlich komisch und das ist auch so eine Folge, wo ich jetzt behaupten würde, außer dem Punkt, dass May Richtung gute Seite und Osha Richtung dunkle Seite geht, gab es hier weder vor und zurück. Wir haben hier weder was kommen, noch was uns genommen wurde, außer halt vielleicht Zeit, aber das ist ja jedem selber überlassen. Naja, wie gesagt, das ist eigentlich das, was ich zu der Serie oder zu dieser Folge sagen kann. Wir wissen auf jeden Fall eine Sache, die nächste Folge wird ein Rückblick sein, und zwar ein Rückblick von Soul, denn er hat ja gesagt, du hörst mir jetzt zu, May, auch wenn du nicht willst. 16 Jahre konnte ich mir diesen Text hier zurechtlegen und wir werden seinen Rückblick sehen. Vielleicht wird es so eine Rückblickfolge zwischen dem Rückblick zwischen Soul und zwischen dem Sith. Gehe ich stark von aus. Finde ich jetzt schon scheiße, wenn es so kommt, aber ich nehme an, es wird so in die Richtung gehen. Ja, und kurz vor dem Ende des Videos kann ich an der Stelle einfach nun einmal nochmal erwähnen, Leute. Es ist, wie gesagt, meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist es vollkommen okay. Meinungen sind verschieden, so sollte es auch sein. Wir könnten trotzdem natürlich konstruktiv in den Kommentaren darüber diskutieren, was vielleicht doch besser oder doch schlechter ist, als ich es vielleicht sehe. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Deswegen haut sie jetzt gerne in die Kommentare. Wenn ihr die Folge gesehen habt und die Serie irgendwie noch verfolgt, auch wenn sie euch eigentlich nur das Herz bricht und eigentlich nur in den Augen brennt, schreibt gerne in den Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Ich bin mir ziemlich sicher, die Kommentare werden sehr eindeutig sein. Die einigen werden
sagen, es war wieder totaler Bullshit und es wird ein, zwei Leute geben, die halt sagen, ja, war okay. Was ja auch meine Aussage auch war. Es war okay, war aber nichts Besonderes, es war auch nichts total Schlechtes. Deswegen gerne eure Meinung in die Kommentare. So, und wenn euch jetzt interessiert, wie ich die anderen Folgen alle möglich bewerte, werde ich hier die Videos und die Playlist, die ich dazu gemacht habe, einfach mal einblenden. Checkt die gerne aus, dann können wir auch da gerne drüber diskutieren, was gut oder was schlecht an welcher Folge ist. Wenn euch diese Videos dann gefallen haben, dann checkt den Kanal gerne im Allgemeinen aus. Es gibt hier nicht nur Star Wars Content, deswegen ne, checkt ihn gerne aus. Vielleicht lasst ihr ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht schon ist, auch wenn es wahrscheinlich kürzer sein wird. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich jetzt aber erstmal raus. Ciao.